Adila, was ist los? Ach, ich konnte heute Morgen überhaupt nicht aufstehen. Dann habe ich Dschihad gemacht und bin aufgestanden. Wie? Dschihad? Ja. Bist du im Heiligen Krieg oder was? Ich habe es heute Morgen gelesen, dass junge Leute in den Heiligen Krieg ausgereist sind. Was sind dir? Ach, guck mal, der Dschihad hat zwar unterschiedliche Bedeutungen, aber der Heilige Krieg ist keine davon. Es wird aber leider so öfter so übersetzt. Es gibt einen kleinen Dschihad und einen großen Dschihad. Und der große Dschihad ist es, den inneren Schweinehund zu überwinden, würde man sagen, ja. Und das habe ich heute Morgen geschafft und bin aufgestanden, Alhamdulillah. Okay, aber warum wird dann der Dschihad so oft mit dem Heiligen Krieg übersetzt?